sich, 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 Sicheloni Entertainment. Hey, Quiz Box! Was könnte besser auf eine Pokémon-Review folgen als eine Automon-Review? In Automon geht's im Ansatz um dasselbe wie in Pokémon, nur 10.000 Mal räudiger. Man erhält ein Starter-Automon und wird in die Wildnis geschickt, in der man Automons einbeuteln und kleine Antispürungskinder verbeuteln muss. Die wilden Automons muss man tatsächlich wortwörtlich in eine Mülltüte einbeuteln. Dies ist immer nach dem Kampf gegen wilde Automons möglich. Dabei sollte man das Aufmagazinieren nicht vergessen. Um was geht's eigentlich in dem Spiel? Kurz gesagt, um gar nichts. Man stellt sich ein Team aus bis zu 4 aktiven Automons zusammen. Weitere Automons haben auf der Bank Platz. Jedes Automon hat eine spezielle Fähigkeit. Kommt es zum Kampf, greift das erste eigene Automon das gegnerische Automon so lange an, bis der Gegner oder es selbst tot ist. Sollten dabei alle 4 aktiven eigenen Automons sterben, ist es vorbei und die Luzi beginnt von vorne. Dieses Spielprinzip kennt man beispielsweise aus Astronarch, welches vermutlich auch nicht super bekannt ist, und Auto Chess Games funktionieren ähnlich. Man drückt dabei eigentlich nur auf Los und das Spiel macht den Rest. Es kommt dabei nur auf die eigene Aufstellung der Automons an. Sollte man die eigenen Automons heilen müssen, kann man ein auf der Bank geparktes inaktives Automon in die Tonne stopfen und füllt damit die Leben der aktiven Automons auf. Die Automons besitzen spezielle Klassen oder besser gesagt Elemente. Besitzt man mehrere Automons vom gleichen Element, erhält das gesamte eigene Team einen Bonus. Beutelt man dreimal das gleiche Pokémon ein, verschmilzt es zu dem gleichen Pokémon, ist jedoch stärker. Die Klassen- und Verschmelzetech kennt man aus Auto-Chess-Games wie Dota oder TFT. Man kann immer aus verschiedenen Wegen wählen, je nachdem auf welche wilden Automons man als nächstes treffen will, und bekommt dazu angezeigt, zu welcher Chance sie erscheinen und wie schwierig der Kampf wird. Das Faszinierende ist, es gibt Shinies in diesem Game. Ich meine, what the heck? So sammelt man Automons, bis man zu einer Arena kommt, in der man gegen einen Arenaleiter kämpft. Das Ganze passiert 8-mal, bis man zur Top 4 gelangt. Dieses Spiel kann ich leider nicht auf der bisherigen Sichelskala einrenken und schaffe daher die neue Ransbär-Skala. Automon hat in diesem Fall 8 von 10 Ransbären verdient. Es ist dumm, die Animationen sind widerlich, es kostet 5€ und man spielt es nur einmal. Da wusste man davor, was auf einen zukommt, und es hat die Erwartungen mehr als erfüllt. Wenn ihr also 5€ zu viel auf der hohen Kante habt und euch einen Abend ankotzen wollt, kann ich es nur empfehlen. Also bis die Tage, ihr kleinen Sichler. Sich, sich!